Willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. So, Freunde, wir sind, glaube ich, in den letzten Zügen. Und wir kriegen noch mal alles aufgeboten, was geht. Meine Güte. Störung? Was? Jetzt ist die Kiste mit der Munition weggeflogen. Okay. Kann es sein, dass ich jetzt Sachen ausweichen muss? Ja, nö, nee, ist okay, Spiel. Ist okay. Wow. Vor allen Dingen in der Schräglage, wie das Schiff jetzt ist, in der Höhe, kann ich so nicht mehr hochlaufen. Das ist euch klar. Hä? Ach, come on, Spiel. Willst du mich eigentlich abfacken, zum Ende zu, mit so leichten Dingern einen zu verarschen, die unberechenbar sind? Vor allen Dingen, ich kann nicht mal sprinten. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und Ausweichtasten gibt's auch nicht. Sonst gibt's bei so Quicktime-Events immer Tasten, die man drücken muss. Ob die uns so leicht gehen lassen würden. Da kommt so ein riesen verfickter mutierter Wal aus Wasser und dir fällt nichts ein wie der Pilot. What the fuck? Jill, was ist los mit dir? Episode 10, verworrene Netze. Ende. Also das, was ihr gerade so ein bisschen gesehen habt, das war bisher für mich, also ich glaube, das ist auch, also für mich bekannt, der größte bekannte BOW in der kompletten Resident Evil-Reihe. Ist noch größer wie der komische Wal oder Fisch oder was das sein soll in Resident Evil 4. Warum überspeichere ich das erste nicht? Ach so, ja, falls ich nochmal Backset Gaming machen wollte für Munition und so, aber bringt ja nichts. Jetzt werde ich das nicht mehr machen. Ja, previously brauchen wir nicht. Episode 11, Offenbarungen. Gibt es jetzt nochmal einen Rückblick oder so? Weil ich glaube, es sind 12 Kapitel. Guckt euch das an. Ja, mit euren Pisteln oder was? Mit eurem Plastikspiel. So. Wir müssen erstmal Heilung sammeln. Ich weiß, die Zeit läuft ab, aber was ist denn mit dir kaputt, du Scheißvieh? Ach, stimmt ja, der wirft ja so Mutanten. Ach so, warte mal, was haben wir denn hier? Ja, genau dann muss ich nachladen. So geil. Jetzt reicht's mir. Oh, das ist ja mega gut. Ach so, ich muss auf die Arme schießen. Oh Gott, ja, come on.
Ich muss die Arme runterholen. Wo ist denn jetzt meine Magnum? Ich werde die dann schön gegen die Pistole austauschen. Und wie immer auf beengten Raum. Das ist so dumm gemacht, ey. Ey, come on. Kriege ich jetzt langsam mal wieder ein bisschen Munition hier? Ja, wo denn? Gott, an der falschen Stelle, du Hurensohn. Alter, wie lange... Ey! Ey, langsam regt mich dieses Spiel sowas von auf. Daneben. Oh, wo ist meine G6? Jo, das war's mit Heilung. Oh, leck mich, Junge, leck mich. Das geht schneller, das geht wesentlich schneller. Guck mal auf die Zeit, Mann. Meine Fresse. Ich gehe gleich noch Enrage, echt. Boah, verpiss dich. Oh, Mann. Was ist denn jetzt los? Zeit abgelaufen? Jetzt bin ich tot, oder was? Nein. Mir fehlt eine Waffe. Hier. Oh Mann, nein, nein, nein. Oh Gott. Leiterkappen, Kollateralschäden sind normal. Yeah, Baby. Warum kriege ich nicht sowas mitten aufs Schiff? Hm? Guckt euch diesen mutierten Blauwal an. Also wichtig ist, dass wir die Parasiten runterschießen. Das sind nämlich die Übeltäter. Aber guckt euch diesen mutierten Blauwal an, Alter. So fett. Oh Gott, wo kommst du denn her, Meister? Uah, guckt euch das an, wie eklig. Der Wal ist ja gar nicht mehr her über seine eigenen Sinne. Endlich mal etwas, was mir Spaß macht an dem Level. Wenn ich jetzt noch... Ich glaube, ich hatte das anders in Erinnerung, dass ich den von Bord aus platt machen muss. Ach so, ist überhitzt, okay. Bam, 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 Junge, friss Scheiße.
Ja, ich würde ja noch näher ranfliegen. Normalerweise müsstest du so Probleme haben. Alter, ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Alter, ich feuer schon mehr als du. Schon mehr Parasiten platt gemacht wie du, Junge. Ach ja, stimmt. Ich kann ja den Helikopter mit Wunderpillen heilen. Wie lange soll ich denn das durchhalten? Wo ist eigentlich der Raketen, also der Noob Launcher aus den alten Resi-Teilen, wenn man ihn mal braucht? Gerade der, der alles möglich macht. Chris, wie viel hast du schon runtergeschossen? Ich habe bei 50 aufgehört zu zählen. Nein, ich weiß nicht. Wie viel sind. Ne, der lebt noch. Guck dir den mal an, Alter. Guck dir mal an, was der. Oh, Alter, der sprüht das Gift raus. Yeah, Baby, genau den wollte ich. Genau den. Vor zwei über der Queen Zenobia. Ist das da mehr an der Stelle nicht so tief? Jessica took the whole ship down. The FBC, well, Morgan was one step ahead of us the whole way. Yes, I see. I hate to think this could all be a mistake. My mistake. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. All right. It all started 1 year ago. Right there, Terra Grecia. So, Freunde. Ich weiß nicht, ob jetzt das Ende war. Werden wir ja gleich sehen. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Ja, ich spiele über Konsole. Ich hätte auch auf PC spielen können. Habe ich es nämlich auch. Erwartet nämlich mal im Steam Sale. Da habe ich das für 3,50 Euro oder so geschossen, das Spiel. Ich so, wow, come on. Wenigstens mal ein Resident Evil für das Spiel haben. Ich überspeichere nochmal. Passiert jetzt noch irgendwas? Ich habe auf jeden Fall voll viel vergessen zu holen. Oben an dem Raum fällt mir gerade ein, mit dem Pool. Bin ich nicht mehr zurückgegangen, aber egal. Ging mir ja eigentlich nur um die Story. Nochmal mit Backside. Okay, jetzt hätte man jetzt schon raushören müssen, dass die alte. Oh fuck! Oh fuck, ich habe nur noch 15 Schuss in meiner. P90. Sayonara. Gib mir mal ein bisschen Munition, Lady. Oh fuck, ich bin so aufgeschmissen. Boss has pushed for an expansion of the FBC's purview. This is just the kind of thing he was warning the world about. Ach, ich habe ja jetzt. Pass mal auf. So. Zack. Warte, der sein Messer.
FBC has a lot of growing to do. Ist schon gut, dass du zum BSAA gewechselt bist, Parker. Aber trotzdem. Ich werde keine Grabrede für dich halten. What the fuck? Mann, wie konnte ich einen so cool smooth ausweichen? Wartet mal, ich hab da mal eine Frage. Das war da sonst immer so in Resident Evil, dass wenn man mit Messer macht, spielt, ist das Messer in der Regel besser, wenn man es genutzt hat. Ich wieder. Ich habe noch. Wow. Ganze 15 Schuss. Scheiß die Wand an. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich freue mich. Oh man, wollt ihr mich Rollenspiel? Haben wir hier noch Dokumente? Nö. Halt doch mal die Gusche. 14, oh Gott. Nein, das lese ich nicht vor. Zu viele Seiten. Interessiert mir nicht, was in der Zeitung steht. Wenn ich ehrlich bin. Wie lange dauert das denn jetzt? Das ist wieder sowas, wo was wieder das Spiel unnötig in die Länge eigentlich zieht. Wenn wir mal ehrlich sind. Das sind wieder... Hier, bam! Das Schlimme ist, ich darf nur mit der Pistole spielen, ne? Gegen einen Hunter. Gegen den Hunter, ey, echt. Hier, geht schon wieder los. Jessica, mach was. Du bist noch nützer als Parker eigentlich. Da zieht das Spiel echt unnötig in die Länge. Why? Ja, ich könnte, glaube ich, noch hinten in den Raum, aber ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Die Zeit ist ja eigentlich auch schon fast wieder rum. Wo ist die Tür? Ach so, ich bin voll vorbeigelobt. Ach, echt? Meine kriegt er nicht, denn... Ich hab nur eine Pille. Okay. P90 am Start. Ach, ich habe ja den Scanner nicht. Was haben wir denn hier?
Charta der FPC. Die Federal Bureau of Tourism Commission wurde von der US-Regierung als Behörde zur Durchsetzung der Richtlinien des Artenschutzgesetzes ins Leben gerufen. Dieses Dokument liefert einen Überblick über die Charta der FPC und die Verantwortlichkeiten ihrer Mitglieder. Aufgabe der FPC ist der Schutz der Vereinigten Staaten und ihrer Interessen vor biologischen Bedrohungen. Unsere Organisation arbeitet mit anderen Staaten und ihren jeweiligen Naturschutzprogrammen zusammen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Somit ist unsere Aufgabe der allgemeine biologische Schutz der Öffentlichkeit. Wie wollt ihr das noch in einem Satz verwenden? Zu den Pflichten aller FPC-Mitglieder gehören Forschung, Ausbildung und Unterstützung aller Mitglieder der biologischen Gemeinschaft. Verfahren werden nur im Bedarfsfall angeregt. Zusätzliche Budgetausgaben und außergewöhnliche Aktivitäten müssen von einem einer Plenarversammlung des Wildlife Protection Komitees bewilligt werden. Warum, Alter? Wenn ein Ernstfall ist, dann würde ich nicht keine Versammlung einberufen, muss ich loslegen. Einfach drauf. Der FPC-Vorsitzende wird von Wildlife Protection Committee gewählt. Zu den Aufgaben des Vorsitzenden gehören die umfassende Überwachung der FPC und die Koordinierung all ihrer Aktivitäten mit den verantwortlichen US-Kabinettsmitgliedern. Die FPC hat die finanzielle Aufsicht über die National Animal Protection Community. Was ist los mit euch? Alle Mitglieder der National Animal Protection Community sind berechtigt, vom Vorsitzenden, dem Außenminister, dem Verteidigungsminister und dem Direktor für nationale Nachrichtendienste Hilfe zu beantragen. Der Vorsitzende hat jedoch das letzte Wort in allen Fragen zur nationalen biologischen Sicherheit. Was ist verflappt nochmal falsch mit eurer scheiß biologischen Sicherheit, dass ihr das so oft verwendet? So, aber wie komme ich da hin? Ich muss wohl wieder zurück, wa? Ach, hier sind ja noch mehr Spinte. Ey, come on, Spiel. Alter, echt jetzt? So. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Weil ich glaube, das wird nochmal ein längerer Part. Deswegen sage ich jetzt mal, wir sehen uns beim nächsten Mal zu Resident Evil Revelations. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.